Ja, wir haben versprochen, pünktlich zu beginnen. We have promised to begin exactly in time, but I'm afraid we are not going to keep this promise entirely. Ich bin leider in der traurigen Lage, dass ich noch ein paar Minuten warten muss. We have to wait a couple of minutes. I suppose there is simultaneous German-English and English-German translation. So if you brought your kit, you can follow in the simultaneous translation. Ja, jetzt gibt es noch weitere technische Fragen, ich glaube nicht. Also nochmal wiederholt, es gibt Simultanübersetzung und wenn Sie die Kopfhörer mitgebracht haben, dann können Sie in der Sprache Ihrer Wahl den Verhandlungen folgen. Jetzt warte ich darauf, dass mindestens die Judith wiederkommt. Also ich begrüße Sie schon mal sehr herzlich. And I'll switch to English, because the main language of this event is English, because we are presenting an English book, which has just appeared. The Unfinished System of Karl Marx, Critical Reading Capital as a Challenge for Our Times, edited by Judith Delheim, for whom we shall wait, and myself. I'm Frieder Otto Wolf, and with a number of, I think, quite challenging and thrilling contributions from our authors, out of whom three are here on the podium. Jan Toporowski, who is still missing. Patrick Bond from the University of Witwatersrand, if I pronounce it correctly, in South Africa. And Kohei Saito from the Osaka City University. I'm still biding time. Because Jan was supposed to introduce the series now, and he's not yet in, and Judith has gone missing because she's looking for him. You know the old story of people sent out to find those missing and then being missing again themselves. This is what is just happening. I ask for a little bit of patience. Well, I'm really waiting for Judith now to give me a signal of how to proceed. She is looking for Jan Toporowski, who has prepared an input, which we cannot easily replace. But I think this will be necessary, because I take it that Judith takes such a long time because she doesn't find him. If she had found him, she would be here. Please be patient. Judith is just looking for Jan Toporowski, and I'm afraid she has not found him. He's in Berlin? Well, it's supposed to be since today. Okay, yeah, then I was just informed that we are on the live stream, so we can't simply wait, and I shall then use the time to first give some time to those present to present themselves, which was not on the agenda, but I think it can be done, it is certainly useful to do. Yeah, can you start, please? No, it should be. Test.
Ja, ich heiße Patrick Bond aus Südafrika. Mein Deutsch ist sehr einfach. Ich kann gar nicht sprechen. Ich muss auf Englisch. You can speak English, of course. And I'm very, very happy to be back here. For many years, Frieder and Judith and many of the Rosa comrades have had the finest seminars. And they've always taken really good care to look at the implications, even in a faraway place like South Africa, where Rosa Luxemburg was very well informed and wrote some of her best work, chapter 27 of Accumulation, about the capital, non-capital relations. So I've certainly grown up with understanding a kind of capitalism on the periphery, and at the University of the Witwatersrand, where my two colleagues, Vishwas Satkar, Michelle Williams, and our very fine metal worker education organic intellectual Dinga Sekwebo, we're really building something in South Africa we hope we can attract all of you comrades to. Hi, my name is Kohei Saito from Osaka, and thank you very much Frieder Ottobol and Judith Stilheim for editing this volume. I'm very happy to be here because I got my PhD from Humboldt University. It's a very great opportunity for me to come back to Berlin and to have this section celebrating the 200th anniversary of Karl Marx today. Well, I'm Frieder Ottobol, as you will maybe know. I have co-edited this volume together with Judith, and I think I should now say something about the volume and about the series. Yeah. The series, Luxembourg International Studies and Political Economy, is trying to take up in a concentrated and politically conscious way the state of the debate as it has emerged, I would say, in the last 40 years. Without some people noticing it, there has been a rather lively scientific debate on Marxism, and also a political renewal of Marxist criticism and critique at the peripheries, but not only, also in leading capitalist countries like the United States, France, or for that matter, Germany. And we have tried in this series to bring up a concentrated version of this debate that has already been developing. And of course, whenever you concentrate, trying to bring it towards a new step in the debate. And we have started with a volume on Rosa Luxemburg's Accumulation of Capital. What does it mean today? How is her way of going beyond what was already in Marx fruitful, promising, and has to be followed on? Which are the limitations which have to be overcome? And the second volume, we have asked the same question concerning Marx. One of our colleagues, Riccardo Bellofiore, I don't think he's in the room, started a sub-debate on the relation between Marxians and Marxists. I think you will immediately understand that Marxism for many people means official Marxism or Weltanschauungsmarxismus, as it has been developed by Mehring and the late Engels. And of course, many people who are doing important and live research in this area do not see themselves as continuators of this kind of stuff. So the distinction between Marxian and Marxism has been tried and is tried by some people. I would, however, keep to a saying of an African Marxist, Utunji, who has said, "You are always a Marxist of somebody." So it's not just choosing whether you call yourself a Marxist or a Marxian or whatever. It is always in a concrete historical situation that your enemies will single you out as Marxists and attack you, and changes of name, changes of concept do not make a difference here. Well,
I think this gives you an idea of the kind of perspective behind our work. We are going to produce other volumes. Hilferding is on the agenda, and others will follow. So we are trying to really get into, well, the thick of the debates, and trying to get authors who are capable of concentrating the debate of the last 30, 40 years and taking it at least one step further. That's the idea of the series, and maybe now Judith could give us a more specific introduction to the book we are talking about today. Ja, ich hoffe, dass während ich rede, Jan Toporowski, der den Part, den Frieda Otto Wolf jetzt freundlicherweise übernommen hatte, eigentlich realisieren sollte, noch auftaucht. Ich möchte insbesondere Christoph Lieber begrüßen, der ja auch zu unseren Autoren gehört. Und ein weiterer Autor hält sich in den Räumen dieses Hauses auf, nämlich Michael Brie. So, aber jetzt mehr zu unserer Debatte. Als wir 2016 unser Buch hier zu Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals in der Hand hatten, war das Projekt unseres Buches zum dritten Band des Kapitals bereits schon auf den Weg gebracht. Nicht, weil wir einzig von Jubiläum zu Jubiläum denken und springen würden, sondern weil wir meinen, dass von Rosa Luxemburg und Karl Marx eine sehr große Hilfe ausgehen kann, um unsere politische Defensive und unsere strategische Schwäche zu begreifen. Wie groß diese ist, zeigt sich auch an den offiziellen Marx-Geburtstagsfeierlichkeiten. Der EU-Kommissionschef Juncker, der Bundespräsident, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz und die Verwaltung der Stadt Trier ehren den großen deutschen Denker des 19. Jahrhunderts. Wir sind im 21. Jahrhundert und die genannten Institutionen sollte es nach Marx so gar nicht geben. Aber wir waren ja nicht einmal fähig, die jüngste globale Finanzkrise, die den Finanzmarktkapitalismus in den Augen großer Bevölkerungsteile blamierte, für eine politische Offensive zu nutzen. Und so wachsen die politischen, sozialen, ökologischen und globalen Probleme weiter an und es eskaliert Gewalt gegen die Menschen und gegen die Natur. Deren Stopp, strukturelle Rückdrängung und letztendliche Überwindung und dafür unser notwendiger Ausbruch aus der politischen Defensive treiben uns um. Warum sollen uns nun aber ausgerechnet der 1883 gestorbene Karl Marx und die 1919 ermordete Rosa Luxemburg helfen? Warum insistieren wir immer auf das Doppelpack Marx-Luxemburg? Und weiter fragen wir, ob unser Umgang mit dem Erbe der beiden eine Erklärung dafür gibt, dass wir gesellschaftspolitisch da sind, wo wir eben sind. Also beginnen wir mit Luxemburgs Verhältnis zum literarischen Nachlass von Marx, den sie nie als eine Autorität, die nie irrte und nicht kritisiert werden dürfe, gesehen hat. Auch wusste sie, dass sie ja dessen gesamten Nachlass gar nicht kennen konnte. Anlässlich des 100. Geburtstages, klappt, schrieb sie für Franz Mehrings Buch ein Kapitel. Darin heißt es, klappt auch? Nee, war falsch. So, darin heißt es: Wie die ganze Weltanschauung Marxens ist sein Hauptwerk keine Bibel mit fertigen, ein für allemal gültigen Wahrheiten letzter Instanz, sondern ein unerschöpflicher Born der Anregung zur weiteren geistigen Arbeit, zum weiteren Forschen und Kämpfen um die Wahrheit. Sie würdigte die Arbeit von Friedrich Engels, die unfertig gebliebenen Bände 2 und 3 des Kapitals lesbar gemacht zu haben, und erklärte diese Unfertigkeit als ein Vorzug, als besonderen Ansporn zum Denken, zur Kritik und zur Selbstkritik, die das ureigenste Element der Lehre ist, die Marx hinterlassen hat. So hat Rosa Luxemburg ihre Leserinnen zu einem breiten Lern- und Suchprozess auf der Basis
des kollektiv fortzuschreibenden marxischen Kapitals als marxische Analyse eingeladen. Das war eine Absage an Lenins apodiktisches Motto von 1913, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Naja, nun hätte doch Lenin wenigstens dieses Motto zur Richtschnur für sein eigenes Handeln genommen. Oder besser, hätten sich doch in Russland, die die ganze Zeit dort verblieben sind, durchgesetzt, also die Marx-Anhängerinnen unter ihnen. Rosa Luxemburg wollte vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter zu eigenständigem Denken, zu selbstbestimmten und solidarischem Handeln ermutigen. Sie wollte ihnen helfen zu radikaler Auseinandersetzung mit ihren Lebensbedingungen, mit den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen, zum konsequenten Streiten für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen fähig zu werden. 1918 standen vor allem folgende Herausforderungen. Die Beendigung des Krieges, das solidarische Agieren der internationalistischen Kräfte und damit die Organisation von neuen politischen Bündnissen, die konkrete kritische Solidarität mit den Bolschewiki in Russland, die Organisation von Selbsthilfe und Hilfe für die Ärmsten, die politische Offensive gegen die in Deutschland Herrschenden. Dass der von Luxemburg angestrebte kollektive Analyse, Lern- und Suchprozess nicht zustande kam, ist tragisch. Dass er nicht zustande kam, lag vor allem am Terror der reaktionärsten politischen Kräfte in Deutschland, in ihrem Bündnis mit den Regierenden und Teilen der Sozialdemokratie. Dem fielen Rosa Luxemburg, die meisten ihrer engsten Gefährten und Tausende ihrer Anhängerinnen und Anhänger zum Opfer. Die gleichzeitig stattfindenden Interventionskriege gegen Sowjetrussland machten es den dort agierenden demokratischen linken Kräften nun alles andere als leichter, die politische Lage zu analysieren und kollektiv politische Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren. Dass Lenin und die Führung der Bolschewiki diesen kollektiven Analyse- und Suchprozess nicht unbedingt wollten, hat sich zusätzlich als verhängnisvoll erwiesen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem weitgehenden Ende von faschistischem Terror und Kolonialismus, wie nach den schlimmsten Phasen des Stalinismus, begannen erneut engagierte Kräfte, einen solchen kollektiven Prozess zu organisieren. Sie bezogen sich auf Marx, folgten Luxemburgs Umgang mit dessen Erbe und waren Mitte der 60er Jahre hoffnungsvoll offensiv. Ich denke insbesondere an die Initiative Socialist Humanism und so an Ernst Bloch, Adam Schaff, Ivan Švitak, Veljko Korać und viele andere. Ich denke aber auch an die Gruppe um Louis Althusser, die innerhalb der kommunistischen Bewegung für die Freiheit des Kommunisten gekämpft hat. Und selbstverständlich denke ich an die Intervention der Gruppe Il Manifesto. Schön, dass Luciana zu unseren Konferenzgästen zählt. Hallo. Die Genannten solidarisierten sich mit ihren Genossinnen und Genossen der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, die um einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz rangen. So fiel der 150. Geburtstag von Marx in eine Zeit politischer Analyse und strategischer Diskussion, die insbesondere auf folgende Probleme fokussierte. Die USA führen Krieg in Vietnam, forcieren das Wettrüsten zwischen NATO und Warschauer Pakt, sind zum Atomkrieg und jeglicher Gewalt fähig, von der sie sich strategischen Vorteil versprechen. Neue Technik und Technologien setzen sich durch, wälzen Produktions- und Konsumptionsstrukturen um, erhöhen Potenzen für die Rüstung, die Überwachung und die Manipulation der Menschen, bergen aber auch Chancen. Die frei gewordenen und frei werdenden ehemaligen Kolonien werden weiter unfrei gehalten. Ressourcen werden verschwendet durch Rüstung, Wirtschaftskrisen und einen Konsum, der Profite bringt und die Menschen manipuliert. Die emanzipativ-solidarischen Gegenkräfte sind zwar erstarkt und ringen um eine Demokratisierung der Gesellschaft, aber sie kommen nicht in die politische Offensive, um die real dominierenden Herrschaftsproduktions- und Konsumptionsstrukturen anzugreifen.
Die Demokratisierungsbewegungen stoßen auf demokratiefeindliche Kräfte, insbesondere demokratiefeindliche Regierungen. Das sogenannte sozialistische Lager ist nicht attraktiv und bietet nicht die so dringend erforderliche gesellschaftspolitische Alternative. Die hier Herrschenden sind repressiv, konservieren eine lusttötende Arbeit und eine uneffektive Wirtschaft, die dann natürlich selbstverständlich mehrfach unter dem Wettrüsten leidet. Das sozialistische Lager löst nicht seine politischen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Probleme und so bietet es auch keine tragfähigen Ansätze für die Lösung globaler Probleme. Endlich fragten die demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten dieser Zeit, warum die sozialistische Idee und die Marx'sche Lehre, die sie so fasziniert, so wenig die Politik der Linken prägt, so pervertiert propagiert und insgesamt so marginalisiert werden konnten. Erste Antworten sind, weil es keine politische Herausforderung von Kritik gab, von Kritik an den sogenannten sozialistischen Ländern. Keine konsequente demokratische Suche nach der Organisation tatsächlicher Vergesellschaftung der Arbeit. Weil das Lustvolle, das Freudige, das Kreative, das zu gemeinsamen Denken und zu offensivem Umgang mit Widersprüchen Einladende eben nicht die vorgeblich linke Politik bestimmte. Weil im Osten die Entfremdung menschlicher Tätigkeit durch das Kapital und den Staat durch die Entfremdung menschlicher Tätigkeit durch eine politkratische, vielfach repressiv und korrumpiert agierende Staatspartei abgelöst wurde. Weil es den von Luxemburg angestrebten kollektiven Analyse-, Lern- und Suchprozess nicht gab. Die klare Aussage der demokratischen Sozialistin in dieser Zeit war, die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer kapitalistischen Produktionsweise braucht Entfremdung. Die Mehrwertproduzierenden und Realisierenden dürfen keine bzw. nur kaum Kontrolle über ihre Arbeit, über die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion erlangen. Für die Entwicklung einer sozialistischen Gesellschaft hingegen ist Entfremdung tödlich, denn die Arbeitskraft wird entweder bewusste und kritische Persönlichkeit im gesellschaftlichen Produktionsprozess oder Sozialismus bleibt ein frommer Wunsch. Im Jahre 2018 gibt es keinen ernsthaften Versuch, die von Luxemburg und Genossinnen erstrebte und von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre versuchte internationale sozialistische Strategiedebatte zu führen. Viele von uns fragen sich, wieso wir nicht einmal als politisch offensive Solidaritätsbewegung mit den Opfern unserer Herrschenden erfahren werden können. Syriza, ohne die notwendige Solidarität gelassen zu haben, wird noch nachhaltig auf uns lasten. Solidarisch sein und von Marx und Luxemburg Inspiration aufnehmen, damit könnten wir uns helfen. Das unvollendete Werk von Marx, die enormen Arbeiten des Kollektivs der Mega mit Hilfe von Luxemburg zu lesen, bedeutet gegen Lähmung ankämpfen und ist eine enorme Chance, bedeutet gegen Entfremdung ankämpfen und bedeutet vor allen Dingen vielfach erstmalig und neu Marx zu lesen. Es bedeutet, Marx verstehen und aus heutiger Sicht kritisieren zu wollen und daher zu lernen. Begreifen zu wollen, wieso die Entfremdung schaffende Produktionsweise so eine gewaltige Dynamik, Entwicklungs- und Lernfähigkeit hervorbringen konnte und noch immer kann. Bedeutet, individuell hart geistig arbeiten und ständig den intellektuellen Austausch zu suchen. Gleichzeitig individuelle politische Handlungsmöglichkeit gegen Entfremdung und Konkurrenz zu suchen und auszunutzen. Gemeinsam mit anderen kollektive politische Handlungsmöglichkeiten zu suchen, ihre Nutzung und Vergrößerung zu organisieren. Einsichten aus der theoretischen Arbeit und aus dem praktischen Handeln in die eigene theoretische Arbeit und vor allen Dingen in das eigene praktische Tun zu überführen und andere daran teilhaben zu lassen durch Austausch und Kooperation. Was aber war und ist im Sinne der Suche nach Inspiration die entscheidende politökonomische Frage beim Umgang mit dem unfertigen Werk von Marx?
nämlich wie mit der Wert- und insbesondere mit der Mehrwertbewegung entfremdende Vergesellschaftung von Arbeit gesetzt und vorangetrieben wird, wie in den verschiedenen Formen Herrschaftsverhältnisse entstehen und reproduziert werden, wie dabei fetischisierende Formen zustande kommen, bewusst geschaffen und erneuert werden, sodass die Anzahl und der Bevölkerungsanteil jener wächst, die kommandiert, fremdbestimmt und ausgebeutet werden und zugleich an der Ausbeutung anderer partizipieren. Und die Frage daraus ist dann natürlich, was das für die Arbeit an sozialistischer Programmatik und Politik bedeutet. Entfremdung und Ausbeutung erfolgen als primäre Ausbeutung, als gesellschaftliche Produktion und private Aneignung von Wert, von Mehrwert. Sie geschehen aber auch als sekundäre Ausbeutung, als private und staatliche Umverteilung über Raub und Gesetze, über Steuern, Zins, über Geld arbeiten lassen. Geld arbeiten lassen heißt, neue primäre und sekundäre Ausbeutung organisieren, zinstragendes bzw. fiktives Kapital bewegen. Es bedeutet eine bewusste Unter- und Einordnung der eigenen Lebensperspektiven unter die Reproduktion der Kapitalverhältnisse, sei das nun erzwungen oder sei das freudig freiwillig. Das alles kann man vielfach nicht sehen, aber die meisten von primärer und sekundärer Ausbeutung, die ebenfalls am meisten von dieser betroffen sind, die fühlen das sehr deutlich, besonders in Krisen. Und erst recht fehlen das jene, die von Almosen und Abfällen leben müssen. Der ganze Wahnsinn, der noch mit direkter Gewalt, mit Rüstung, mit Überwachung, Ressourcenverschwendung, Konsumismus, Manipulation, Fremdbestimmung und permanent mit der Zerstörung natürlicher Lebensbedingungen verbunden ist, nutzt die Krisen, um gesellschaftliche Hierarchien zu erneuern. Hierarchien nach sozialer und ethnischer Herkunft, nach Geburtsort und Lebensort, nach Geschlecht, Alter, Weltanschauung, Religion und Kultur, geistiger und körperlicher Verfasstheit, politischer Gesinnung. Das unvollendete Werk von Marx erklärt die ökonomischen Mechanismen von alledem, zumindest in den entscheidenden Ansätzen. Marx lehrt also analysieren, um radikale Gesellschaftspolitik zu betreiben und damit Emanzipation und Solidarität zu organisieren. Mit seiner Schülerin Rosa Luxemburg hätte er sich lebhaft gestritten und das unentwegt. Von beiden nun wieder lernen wollend, haben wir unser Buch geschrieben und hoffentlich lest ihr es, um gegebenenfalls auch was zu lernen und mit uns herzhaft zu streiten. Schließlich wollen wir ja gemeinsam an politischen Strategien arbeiten, politische Handlungsmöglichkeiten nutzen und neue schaffen, aus der politischen Defensive ausbrechen. So, also wir haben deshalb das Buch geschrieben und wir haben hier, nett wie wir sind, das Inhaltsverzeichnis und das Vorwort kopiert. Wer also Interesse an unserem Buch gewonnen hat, möge sich eingeladen sehen, sich das zu nehmen. Sollte das nicht reichen, werden wir das selbstverständlich nachkopieren. Ja, I must apologize, I'm not very good at multitasking. In the beginning, I was full of the idea that Jan Toporowski was missing, and therefore I did not address something I will address now. As some of you will already know, Elmar Altvater has died yesterday, and Joel Covell, another friend and comrade of us, very important for the debates we are conducting, died on Monday. I propose that we have 2 minutes of silence in their honor.
Thank you. I'm not going to add anything to what Judith said, because so far I think things are quite transparent. I think it's more interesting for everybody to have the contributors, the authors, contribute answering the question which has already been distributed, I suppose. What do you think that a contribution on occasion of the 200th birthday of Marx should convey as a central message? And I would ask all authors present to contribute, so not only the two on the podium. Yes, Pat. Vielen Dank. Yeah. Jan, we can speak a bit more. Well, I would like to also add my vote of thanks to Elmar Altvater and Joel Covell very quickly, if you allow, Chair. The 2006 conference that the Rosa Luxemburg Foundation assisted us with in honor of Rosa Luxemburg's contribution to Marxism in Africa was in the Center for Civil Society, and we had both Elmar and Joel as speakers, and their work is in our published accounts. And they were fantastic, those two comrades, and I think of Elmar especially, going in a small truck to the shacks of Durban, which were in flames, the fury of people who were denied their basic living conditions, their rights to housing and water. And some were in jail, and Elmar was just delighted to come and offer solidarity. Here we have the Berlin professor, he's observing, and it helped those comrades for an earlier release. I think of Elmar and Birgit as such amazing solidarity comrades, Judith, in the way you described, in thinking about what privilege you've had in working through a Marxism in this city for so many decades. And let's be frank, when she wrote Accumulation of Capital in 1913, I think Rosa Luxemburg was the first Marxist analyst of Africa, and she looked at what was the Congo, the Democratic Republic of the Congo under Belgian control, and she looked at Namibia. It was then Southwest Africa, German colony with the genocide of the Hereros underway. And she looked at South Africa. And I think that's where I will answer the importance. She drew from Marx an understanding that capital met those colonies under conditions of periodic crises. And as they burst out, capital needed to expand. I think it's that crisis tendencies in Das Kapital, in volume three. She was, I think, very much about the unfinished work of Marx in describing its the spatial components of imperialism in the way she did, in contrast to Bukharin and Hobson and Hilferding and Lenin, as more inter-capitalist rivalries. And I think her work on the capitalist, non-capitalist, which I think we can talk about at some length, because that part of the unfinished legacy, especially in social reproduction, capital meeting the family, meeting women, and their unpaid labor and social reproduction, as Nancy Fraser and I know Titi's here as well, have been contributing. And as well, the extent to which displacing these crises, especially through Marx's understanding in volume three of finance and the financialization. So in that sense, the stalling, the ability of capital to, as Luxemburg well knew too, use credit to displace, to allow overconsumption in the present to be mopped up with debt to be repaid in the future. And then not just financialization, not just the geographical scope of imperial expansion, but I think that accumulation by dispossession, that permanent primitive accumulation, also comes forward as one of the crisis management techniques. Once there's overproduction and profit rates fall, capital moves into all manner, the ones that Judith described, the permanent primitive accumulation. I think when we add David Harvey's 17 contradictions of capital, as I tried to explore their application to South Africa, you do get a sense that the unfinished work begins to now become clearer. I would say two last things quickly to invite you to understand this with us. Does anybody know the very last word in Das Kapital, Volume 3? The last word is
the word Rhodes. Rhodes. R-H-O-D-E-S. Did anybody ever read to the last word? No, none of you have, be truthful. That's Cecil John Rhodes. And the very last bit that Engels assisted was a crucial statement of where the unfinished work would go. And it was so appropriate that Luxembourg could pick that up in her chapter 27. And so my last word on this is that we do have, in this particular case study, I'll just encourage you to acquire this book. I think ARG or a private site will have it soon, right? And I think what we'll see in South Africa in the period ahead is that which inspired Rosa, which was the extreme contradictions of uneven development, the extreme class struggle. And I'll just, little advertisement for not the book, but your solidarity with us. The World Economic Forum describes our working class as the most militant in the world. PricewaterhouseCoopers describes our capitalist class as the most corrupt. They do the economic crime survey. World Economic Forum is called Global Competitiveness Report. You know, we have good data behind our class struggle. And we also have the worst inequality by all accounts. And I think it's in those respects that we would find the application of Das Kapital Volume 3, its continuation in the accumulation of capital, and some of these 17 contradictions, they fit very, very well. But we hope you'll offer solidarity in the struggles ahead. Yesterday, the May Day struggles included a socialist center union movement allied with the government, now run by an ultra-capitalist, Cyril Ramaphosa. And we also saw the left movements have a general strike. That's the South African Federation of Trade Union, with the core workers being the metal workers. We can really feel the rumble of the class struggle. I hope this time we'll take more care to add Das Kapital and Accumulation. Danke. Well, now I think it's Kohei Saito's turn to react to this question, please. Okay. I didn't know that both my alto father and Joel Cobell passed away, and I specialize in Marx's ecological theory, and both of them are very important, and especially Joel Cobell. I have never met alto father, but I saw Joel Cobell in Left Forum in New York, and we have many differences. I am actually closer to John Bellamy Foster and Paul Burkett and those people, and you know, like Joel Cobell and Foster criticize each other, but I still learned a lot, and then he gave me a lot of inspiration to think about the contemporary importance of Marx's critique in terms of ecological destruction and capitalism. I think my central message about this occasion of 200th anniversary of Karl Marx is about how we overcome this ecological catastrophe that we are confronting now. So I want to talk about that a little bit. So in May 2017, the President of the United States, Donald Trump, declared that the United States would withdraw from the Paris Agreement. So without the United States, it became immediately clear that this Paris Agreement cannot achieve its objective, which is to contain the increase of the average global temperature since the Industrial Revolution by 2100 within 2 degrees Celsius. But this is no longer possible, apparently. And 2016 was actually the hottest year in the record, and 2017 was the second hottest year. And I think that 2018 will be also one of the highest or the hottest year in history. So according to the IPCC, if we don't do anything, and if we keep consuming fossil fuel as we do right now, the global temperature will, by 2100, increase up until like 4.8 degrees Celsius. But after reaching that certain tipping point, it can even increase up to 6 degrees Celsius. You know, considering the fact that even the 0.8 degrees Celsius has already brought so many changes in our daily life, 6 degrees Celsius will be surely very destructive. And the problem is, even if we achieve this goal,
suggested by the Paris Agreement, the world temperature will apparently increase around 3 degrees Celsius. So 2 degrees will not be achieved as promised by the Paris Agreement. The capitalist elites know that, you know, they also have to deal with this problem, but the problem is that they cannot conduct or carry out the necessary changes that the Earth requires. Why is this happening? I think they are quite aware that it is impossible to fulfill both tasks. One is to keep capital accumulation going on, and on the other hand, to keep our human production within certain limit to continue a certain form of sustainable production in the future. And this incompatibility of the two logics, like the logic of capital's valorization and the logic of nature for the sustainable production, is exactly what Marx was suggesting in especially his late year research up on natural sciences, I think. And this is why Marx became very important today. I think Marx revealed how the globalization of capital undermines the material conditions for sustainable production. Capital organizes the entire planet in favor of its own logic of valorization, but elasticity of nature is not infinite. There are planetary boundaries that capital cannot easily overcome or arbitrarily modify. So as a result, disruptions and rifts in the metabolic interaction between humans and nature are emerging out of this tension between two fully different logics of capital and the logic of nature. But capital does not really care about nature as long as its valorization is possible, and it continues to modify the entire Earth in such a way that large part of the Earth becomes no longer suitable for human beings and other animals. So alienation from nature is the fundamental characteristic for capitalist model production. And this is why Marx warned against the emergence of irreparable metabolic rift on a global scale. Today, Marx turned out to be quite right, especially we are witnessing this global climate change. And I think Marx is important because he simply not just predicted this situation, but also he still provides us with energies and inspirations to envision a society where we are no longer alienated from nature and we can live or co-evaluate with nature. Thank you. Yeah. Do you want to intervene? Okay, thank you. Thank you. First of all, my apologies for arriving up here late. Certain things like your Berlin traffic are unpredictable, and this is the reason. I apologize also to the other speakers, to the earlier speakers, whom I was supposed to precede, and I've not only not heard some of their comments, but they have also had to speak without the benefit of my introduction. I wanted to say that as we celebrate 200 years of Karl Marx, we also have to recall Marx's insistence on the need for a scientific, objective, systematic analysis of capitalism and the situation of the society in the particular stage of capitalism that it finds itself. Why was this necessary? Well, because if you don't have this scientific, systematic approach, you rely on sentiment. And this was his criticism of the Ricardian socialists, that they
drawing on certain principles. This led them to a sentimental approach to the problems of working people, the problems of the poor, and the problems of the oppressed. It is necessary to make moral commitments, but it's also necessary to for the understanding of the situation to have that kind of systematic approach. Now, I'm an academic. I'm not an activist. I spend my time working in a different area of activity, which is challenging the common views, the common systematic views in political economy and economics, to show what is wrong, to try to show what is wrong with the current system. A few years ago, along with Judith Delheim here on my right and Frieda Otto Wolf on my left, we organized a series of studies. We organized with a publisher a series called the Luxembourg International Studies in Political Economy, which we hope will be a focus for this kind of systematic analysis of the capitalism as it is. A series of texts that will appeal not just to the usual suspects, the people who subscribe to Marxism and Marxist views, but also to people from beyond that, to try and recover some of the some of the approach that I think characterized the work of Rosa Luxemburg and her colleagues at that time, who addressed not just the working class movement, not just their party, but addressed the scientific milieu of their time. So this, but this is just by way of introduction. I look forward to some very good discussions at this conference. Thank you. Well, I must admit I feel provoked to intervene now as an author very briefly, because of course we have to be systematic, but we also have to respect Marx's idea that there are limitations. Marx said to dialectics, but this could also be applied to the systematic approach. I have made a study in the book trying to reconstruct what Marx has said is simple, and therefore he doesn't develop it, the metamorphoses of labor power in the second volume, which I left out. And it's not really quite as simple, but it is possible to reconstruct them. And then you have a much more complete picture. And on the other hand, you have a kind of, well, intersectional discourse with, for instance, feminist or ecological analysis, because the actual reproduction of working power, labor power, is gendered and is, of course, dependent on all kinds of ecological conditions. So this, and on the other hand, it's simply filling in something which, according to the planned system, should have been there. Marx didn't have the time and thought it simple and therefore left it out. So it's an exercise which had the double
meaning. It helps to develop the systematic character, but it also helps to develop the thinking that Marx's system is not a totalitarian system, not a system which is a system about everything. It's a system about specific things, which opens a window of dialogue to those who are capable of advancing on the other aspects of reality, which are not discussed in a systematic way within Marx's system. And I think this is a very important insight, which unfortunately, in the history of Marxism, has often been missed or missing. Thanks. I think now we could go to answers to the second question. No, sorry. We have Christoph Lieber somewhere in the room. Don't we? Yeah, I think you also should try to answer this question. I repeat the question. What do you think that the contribution on occasion of the 200th birthday of Marx should convey as a central message? Ja, drei Punkte wollte ich nochmal sagen. Ich hatte auch war ja eingeladen, mit Joachim Bischoff und Stefan Krüger zu dem Band auch was beizusteuern. Drei Punkte. Zunächst nochmal zu Elmar Altvater wollte ich erinnern, weil Judith dankenswerterweise in ihrem Vorspann ja den Bogen von Luxemburg über 68 zu heute gespannt hat. Und Elmar Altvater hatte 68, soweit ich mich erinnere, seine erste Publikation über gesellschaftliche Arbeit und ökonomische Rationalität bezogen auf eine Kritik am Realsozialismus und seitdem immer in der Spannung von Kritik und auch Analyse des Kapitalismus für uns sehr nützliche Beiträge gemacht. Das nochmal zu Elmar. Zu den anderen Punkten hätte ich zwei Bemerkungen. Das eine ist, meines Erachtens ist die Anregung, dieses Marx'sche Werk jetzt so zu diskutieren, auch in der mit Luxemburg zusammen, ist auf alle Fälle richtig. Es muss allerdings verhindert werden, dass eine neue Engführung in einem fachökonomischen Diskurs für Experten stattfindet, sondern wir müssen eindeutig herausstellen, dass die Marx'sche Anlage eine gesellschaftstheoretische, ganz weit gefasste Sache ist und nicht eine Fachökonomie im herkömmlichen Sinne. Das muss gemacht werden und da muss auch gemacht werden, sozusagen der Impetus bei Marx, Stichwort Verkehrung, Mystifikation, nicht als Fachausdruck, sondern im Sinne, dass jede Analyse der ökonomischen Strukturen auf Bewusstseinsform abzielt. Abzielt sozusagen, zu klar zu machen, wo sind die Strukturen hinderlich. Gleichzeitig sind die Strukturen der Ökonomie so, dass sich ein Großteil der Bevölkerung ja wohlfühlt in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Ich erinnere im letzten Kapitel, dritter Band, ist ja die These, dass im Schein der Konkurrenz Profit, alle die Leute sich zunächst mal wohlfühlen, weil es Formen sind, in denen sie ihre Subjektivität angeblich verwirklichen können. Das muss ernst genommen werden und dadurch muss geguckt werden, wo sind Bruchstellen. Und hier ist die Luxemburg-Diskussion ja eine Kontroverse. Luxemburg hat die Frage der äußeren Landnahme behandelt. Aber ich erinnere daran, dass die Thesen von Burkhard Lutz für den Nachkriegskapitalismus ja beginnen, als Traum immerwährender Prosperität, beginnen mit einer Luxemburg-Kritik dergestalt, dass Luxemburg die Frage der inneren Landnahme, wie weit der Kapitalismus in der Lage ist, intern durch Umstrukturierung, durch Sozialstaatsentwicklung nach wie vor sozusagen lebensfähig zu bleiben. Und das führt mich zum letzten Punkt. Dahinter liegt die Konzeption bei Marx der sogenannten gesellschaftlichen Betriebsweise. Marx hat die These, die ist umstritten auch hier, und dieser Begriff der Betriebsweise ist nicht gerade en vogue, aber er ist sozusagen aus meiner Sicht ein ganz zentraler Begriff der Gestalt, dass Marx versucht klarzumachen, ob der Kapitalismus sozusagen sich häuten kann, durch Krisen lernt und eine neue Produktionsbetriebsweise etablieren kann, die die Massen einbindet. Die wichtigste ist der Fordismus, der wurde unterschätzt. Luxemburg, Lenin gingen alle 1917 davon aus, dass der Kapitalismus am Ende ist. Aber nein, er hat sich erholt, er hatte eine Betriebsweise in den USA, die sich dann zeitversetzt über die Krisen der Zwischenkriegszeit im Golden Age, wie Hobsbawm sagt, nach 1945 durchgesetzt hat.
Und die Linke war in den 50er, 60er Jahren ganz irritiert, dass sie umdenken musste und sozusagen lernen musste, dieses Wirtschaftswunder zu begreifen ökonomisch. So, und meines Erachtens sind wir heute an einem ähnlichen Knotenpunkt der Geschichte zu diskutieren, ob Stichwort Industrie 4.0, Digitalisierung, ob das Anzeichen einer neuen Betriebsweise sind, wo es dem Kapital trotzdem gelingt, trotz aller Krisen gelingt, sozusagen innovativ Mehrheiten für sich zu gewinnen, um diese irrationale Form von Surplusproduktion zu verlängern. Oder ob es in der Analyse von uns gezeigt werden kann, dass diese neue Betriebsweise analog zum Fordismus nicht möglich ist, weil es so viele Brüche und Grenzen gibt, die dann dazu führen, sich in der Tat Gedanken zu machen für eine sozialistische Betriebsweise. Christoph, bleibst du am besten gleich hier vorne? Denn jetzt kommt, now we come to the second question, which we have prepared with the authors. Which is the message that you would want to convey to the current generation of Marxist or Marxian authors? And I hope you will be disciplined enough to respect the time limit of 5 minutes for this. Patrick. Okay, thanks, comrades. You know, those questions of what we take from Marx have been in South Africa so important as the race question, especially in the 1970s, drew out Luxembourg's main insight on capital, non-capitalist exploitation, because we have our own translation of that debate is called Articulations of Modes of Production, in which especially Harold Walpe, also Anne-Marie Walpe, who passed away a few weeks ago, posed whether the migrant labor system in South Africa was a combination of capital and non-capitalist that relied on women to send black male bodies to the mines, the fields, the factories, at less than the cost of their social reproduction because of the subsidy given through a migrant labor Bantustan system that relied on women doing the child care where there was no state, doing the medical care, doing the old age pension sort of replacement. And I think that still is the main question for our times in most of the world. And it relates partly to another big dilemma for us. We're having a very intense debate in the Review of African Political Economy. It involves John Smith, and he has a book about super exploitation as the core of imperialism. David Harvey, there's an Argentine, Claudio Katz, who's introduced the way Mauro Marini, the Brazilian dependency theorist, helps to resolve this, I think, that's my contribution to this debate, with the idea called sub-imperialism. So I think that's going to be, Frieder, also one of the top questions for the next generation. And the reason is so much of the productive capacity of capital has moved to these new sites. So China's most obvious. In 3 months' time, we'll host in Johannesburg the BRICS summit, the Brazil, Russia, India, China, South Africa bloc. And they are operating with many contradictions. Pritam Singh, for example, has worked on this. We'll have a panel on Saturday about this question with Radhika Desai is here. And those contradictions are very much about capital, non-capitalist relations as capital moves further and faster. You know, Chinese search for raw materials through mega projects, massive infrastructure and mining across some of East Africa and Southern Africa. These are some of the concerns we're having, and whether, like you have a strong anti-imperial tradition, is it time to think of the anti-sub-imperial politics that go along with this? To end, I mean, I think as the Donald Trump destruction of the U.S. soft power, as the extreme internecine competition heats up and these fractions of capital, especially military-industrial and oil and financial and real estate that back Donald Trump, begin to have the internal contradictions, I do see these BRICS, the middle powers, in polite terms, or sub-imperial powers, holding up the core process of neoliberal capitalist expansion. You know, Xi Jinping is very open about wanting to do this at the World Economic Forum. And you can see them taking more ownership in the International Monetary Fund. And the IMF as a result, I mean, Christine Lagarde gets another 5 years. No change in the extreme extraction processes
that are being foisted. For example, the World Trade Organization at the last big summit in Nairobi in 2015 just destroyed food sovereignty because the BRICS joined the West, the EU and the US. And just like you said, the other big process the BRICS have joined the West is the UN FCCC, the Conference of the Polluters. Or what is it, UNFCCC Conference of the Parties. We always get that wrong. We hosted one of them in Durban in 2011. Joel Covell was such an inspiration for us. And it's there that they, as you pointed out, they're not going to make the emissions cuts. They're not binding. They're not including military, air, maritime. They are including carbon trading and other privatizations of the air. And also they're outlawing the carbon debt, the climate debt, that the North and the BRICS owe the South. These are all parts of the deal done in Paris in which a new multilateral consensus, just before Trump comes to power, shows itself incapable of handling these world problems, climate, economics, even basic agriculture. And there, I think, Frieda, we're going to see the very merits of the Marxist and Luxembourgist framing of capitalism in crisis, capitalism and the non-capitalist, ways of managing these crises and displacing them, not resolving them. And then it'll be our job to find more effective ways to fight back. Thanks. Well, I pass on to Kohei. Okay. My message is quite simple. So Marx, not Marxism, and I'm explaining what I mean. So what we often think of as, what we often regard as Marx theory is actually not really Marx, but actually the theory of Marxism. So Marx and Marxism are two different things we have to recognize. Like, for example, on the one hand, there are many critiques against Marx, such as, Marx is economic deterministic, or Marx ignored the problem of ecology, or he also ignored the importance of feminism and so on. These critiques may apply to Marxism, but not necessarily to Marx. And the other thing is that, on the other hand, the worldview Marxism, or Weltanschauung Marxism, it's supposed to explain everything in the universe. But we know now that Marx's critique of political economy doesn't really explain anything, it doesn't explain everything. it is unfinished. So some people, might become a little pessimistic, oh, Marx doesn't explain everything, he didn't find the law of the universe and so on. But I think we have the reason to be more optimistic about this unfinished character of Marx's system, because there are many new possibilities to reread Marx today, and his scope, or the scope of Marx's own theory, is much wider than we usually think. And exactly by distancing ourselves from the ideologically distorted understanding of Marx's theory through the lens of Marxism, we, the younger generation, can open up the new readings of Marx in a more productive way than in the past. And this is what actually Gilles Deleuze or even Jacques Derrida were suggesting after the collapse of the USSR. In this sense, it is a chance for us to reread Marx. But we easily believe that the most important problems that we are actually facing, like ecology, feminism, or financial capital, and so on, are something that Marx could not predict. So we have to somehow, correct or even abandon some of the key theses of Marx. But it is not true. Certainly, Marx did not predict everything. He didn't know the cause of global warming, for example. It is nevertheless useful to go back to Marx as a starting point, and then we can follow Marx's method. And then after that, we can also go beyond what Marx has done. My point is that, however, if we don't properly understand this starting point of Marx's theory and his method, it is not possible to develop Marx's system in an appropriate way today. So in the past, it is often the case that due to these limitations of traditional Marxism, even self-claimed Marxists
integrated and inserted other theoretical components from outside and then destroyed Marx's system. Like one famous example is transformation problem, I think, or the state theory. Marx's theoretical limitation was by those people overcome by importing a way of thinking that is incompatible with Marx's system and method, thus creating an incoherent system. We know today how unproductive actually these copious discussions were on like transformation problem and so on, and how a reading compatible with Marx's own method can be both much more productive and consistent with Marx's own method. These are, you know, recently suggested by Alan Freeman or Carl Kady and Michael Roberts, who might be here today, I'm not sure. So today, after 200 years, and with the deepening of contradiction of capitalism, we are also finally in a good position to reevaluate and understand Marx's capital, free from simplification and distortions of traditional Marxism, and also inconsistent and incompatible improvements by its critics. So read Marx and not Marxism. Thank you. Yes, can I follow up that comment with a brief comment of my own? When Marx was asked what was the most characteristic feature of his method, what was the distinctive feature of his method, he answered very simply. He said it's a very simple principle. Doubt everything. I think this is, advice for Marxists today, I would say, yes, we need to take this forward, but how do we take this forward? And I think that we should take this forward by writing and speaking as to non-Marxists. I think if you write for Marxists, if you speak to Marxists, then first of all, you are not doubting yourself sufficiently. And secondly, you are not engaging with the social forces with which we should be engaging. So yes, I reinforce what has been said just now. We need to read Marx, but write and speak to non-Marxists. Well. Ich werde jetzt ins Deutsche überwechseln, weil das Zitat, das ich gleich bringen will, das weiß ich nur auf Deutsch. Marx hat selber immer wieder mehrfach gesagt, dass wenn er Theorie betreibt und jemand, der das von äußeren Gesichtspunkten beschränken und leiten lässt, also parteilich vorgeht, den bezeichnet er als gemein. Und das dürfte man auf keinen Fall tun. Also in dem Sinne, denke ich, hat Jan nochmal den Punkt darauf gelegt, dass es tatsächlich darauf ankommt, Marx als Wissenschaftler ernst zu nehmen und einen als wissenschaftlich Arbeitenden fortzusetzen. Insofern ist es zwar wahr, dass das System sowieso unvollendet ist, man muss unterscheiden zwischen sozusagen mehr zufälligen, kontingenten Lücken und systematischen Lücken, man muss aber auch, sagen wir, die Theoriestruktur ernst nehmen und jetzt nicht einfach so eine Ad-hoc-Blütenlese in den marxischen Schriften vornehmen, das kann nicht das sein, sondern man muss tatsächlich auch die systematische Struktur ernst nehmen, die aber eine spezifische systematische Struktur ist, wie ich sagen würde, eine endliche systematische Struktur, nicht ein System von allem über alles, sondern ein spezifisches System, das eben die Reproduktion der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften in ihrem idealen Durchschnitt betrifft, so hat Marx das etwa zusammengefasst.
Und das muss man tatsächlich ernst nehmen. Und da ist auch, glaube ich, noch wichtig, dass auch für Marx es eben nicht so ist, das System ist irgendwo abgeschlossen und dann gibt es nichts mehr Neues, sondern Marx' System ist so gebaut, dass eben die Aktiengesellschaft durchaus noch integriert werden kann. Man könnte wahrscheinlich sogar auch Monopole oder Oligopole in die systematische Argumentation, wie Marx sie skizziert hat, integrieren. Nicht als neue Stadien, wo dann der Konkurrenzkapitalismus nicht mehr gilt, aber doch als Weiterentwicklung und nähere Bestimmung des Begriffs des Kapitals. Und diese Art von Arbeit müssen wir ernsthaft wieder aufnehmen. Und da hat in der Tat, haben die historischen Marxismen, vielleicht kann man hier den Trotzkismus gewissermaßen als die am wenigsten zerstörerische Variante hervorheben, aber da gibt es auch Diskussionsbedarf. Diese wissenschaftliche Diskussion muss ernsthaft wieder aufgenommen werden und man kann sich in der Wissenschaft eben nicht mit Bekenntnissen begnügen. Insofern ist auch unglücklich, dass mit Engels und Mehring der Begriff der Weltanschauung bei den Marxisten so bequem geworden ist, dass sie dann gedacht haben, ja doch, ist irgendwo über alles. Natürlich muss man überlegen, was bedeutet das denn, was wir wissenschaftlich herausgefunden haben? Was ergibt sich daraus für eine Perspektive zum Handeln? Was gibt sich daraus eine Perspektive zur Interpretation unserer Erfahrungen? Das sind alles legitime Fragen. Aber Bertolt Brecht hat da ein schönes Wort zu gesagt, Metis scheute allzu vollständige Weltanschauung. Und ich glaube, das sollte man in dem Zusammenhang dann auch, wenn man diese Fragen ernst nimmt, wirklich beherzigen. Christoph Lieber hat jetzt auch noch die Chance, die Frage zu beantworten. Ja, zwei Punkte. Also zu diesem ersten, was ja von euch zum Teil schon angerissen wurde, die Sache mit der Methode, das würde ich doch anders sehen. Ich würde wirklich darauf bestehen, dass Marx selber sich verstanden hat in einem sozialen Denkprozess. Er hat nicht eine aparte Methode oder Philosophiekritik, sondern er hat in diesem Methodenmanuskript, was er ja zu bewusst unterdrückt hat, weil er sagt, eine Methode vorab zu schieben, ist bürgerliche Erkenntnistheorie, das mache ich nicht. Sondern er hat dort den Begriff der Selbstkritik der bürgerlichen Gesellschaft aufgegriffen. Er sagt, die klassische Ökonomie waren keine Fachidioten und keine bornierten Ökonomen, sondern waren selber Gesellschaftstheoretiker, die im Grunde, eine frühe, ganz tolle Formulierung von ihm, die im Grunde versucht haben, das Paradox der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich den geselligen Verkehr in ungeselligen Formen, also unser Zusammenleben in gesellschaftlicher Arbeit, bei gleichzeitig sachlichen Formen von Preis, Lohn und Profit, das zu erklären. Und da haben die klassischen Ökonomen schon sehr viel geleistet. Und Marx selber versteht sich in diesem sozialen Denkprozess. Und nur so, aus diesem Denkprozess heraus, kann begründet werden, dass es keine aparte Methode gibt und kann begründet werden, das Verhältnis auch von Engagement und Praxis. Das will ich jetzt hier nicht ausführen. Ich will nur darauf hinweisen, das ist ein Dauerstreit, weil natürlich eine Unzahl von Marxisten nochmal eine aparte Philosophie gemacht haben. Wir haben ja eine Unzahl von marxistischen Philosophen, speziell dann im Realsozialismus, die eine Deutungsmacht gewonnen haben über die Ökonomen. Ich erinnere an die Varga-Diskussion. Varga war einer der wenigen Ökonomen, der das ganze 20. Jahrhundert ohne Repression überleben konnte und gedeutet hat, Kapitalismusanalysen gemacht hat. Und nach 1945 wurde ihm sozusagen von den Sowjetphilosophen da reingequatscht. Das ist der eine Punkt, will ich nicht weiter. Der zweite ist der Aspekt, also wo ich ein Problem sehe, ist in der Tat, dass Marx eigentlich aus meiner Lesart ein Fortschrittsoptimist war. Er hat im Grunde im ersten Band, den kann man so lesen, zeigt er, dass das Kapital selber die Lohnarbeit eigentlich zivilisiert und bildet und insofern die Möglichkeit besteht, dass die Lohnarbeit diesen Laden übernimmt und sozusagen die nutzlosen Eigentümer beiseite schiebt. Das ist nicht eingetreten. Wir haben große Niederlagen erlebt im 20. Jahrhundert und die Niederlagen waren bestimmt zum Teil von regressivem Bewusstsein, Faschismus und so weiter, auch heute wieder. Und das ist die große Baustelle. Marx hat im Grunde keine hinreichenden Anknüpfungspunkte. Wie erklärt man reaktionäres Bewusstsein? Wir haben zwar Fetischismusthesen, aber wir haben eigentlich meines Erachtens keinen hinreichenden Ansatzpunkt, wie man einen Rückfall, einen zivilisatorischen Rückfall erklären kann.
Und das führt mich zum letzten Punkt. Da wird jetzt sehr verdienstvoll, ich verweise auf das Buch, liegt da vorne raus, ist von Inga Solti und anderen herausgegeben, Bonapartismus. Das ist ein ganz interessanter Versuch, mit Marxens 18. Primär jetzt die heutige Situation zu analysieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass aber dahinter ein dickes Problem steht, weil nämlich die gesamten Marxischen Schriften, aus denen wir gern zitieren, Kommunistisches Manifest und so weiter, die Revolutionsauffassung, alles Schriften sind im Grunde, bevor er in der politischen Ökonomie auf den Trichter kam, zu sehen, dass diese Gesellschaft hochelastisch ist und lernfähig ist und eben nicht an diesen Revolutionsbildern, die man von 1789, 1830, 1848 kennt. Und das Problem ist bislang, soweit ich weiß, nicht hinreichend bearbeitet worden, das Auseinanderfallen von politischer, journalistischer Arbeit bei Marx und sozusagen entwickelten System, bezogen auf Bewusstseinsformen ja auch. Obwohl der 18. Primär, damit höre ich auf, natürlich auch von der bürgerlichen Historie anerkannt, eines der besten zeitgeschichtlichen Analysen darstellt, wo Marx sich sowohl dem Phänomen des regressiven Bewusstseins der Bonapartismus-Anhänger stellt, das neue Problem der Finanzaristokratie hat, ohne dass er eine hinreichende ökonomische Theorie hat über das Finanzkapital, schreibt er diesen 18. Primär. Das heißt, also hier haben wir einiges nachzuarbeiten, zu lernen und zu prüfen, ob das ein tragfähiger Ansatz ist zur Erklärung von heutigen regressiven Strukturen. An dieser Stelle fühle ich mich als Moderator herausgefordert, einen Werbeblock kurz einzuschalten. Es gibt von meinen französischen Freunden Ende der 70er Jahre und dann nicht weiterverfolgt den Versuch, die späten Schriften von Marx als eine Kritik der Politik in einem problematischen Verhältnis zur Kritik der politischen Ökonomie zu rekonstruieren. Ich glaube, da ist noch einiges an produktiver Arbeit zu leisten. Es ist eben nicht nur der 18. Primär, auch die Kritik des Gothaer Programms und die Auseinandersetzung mit der Pariser Kommune, wo Marx tatsächlich versucht hat, aber eben irgendwie übersturzartig, weil er das nicht aus der Kritik der politischen Ökonomie entwickeln konnte, sich dem Problem der Kritik der Politik zu stellen. Das ist aber weitgehend in der marxistischen Tradition dann vernachlässigt worden, beziehungsweise versucht worden, ja, glatt zu ziehen. Und die Widerständigkeit dieses Materials muss man erst einmal sich als solche vorführen und dann auch entsprechend bearbeiten. Gut, aber entschuldigt, dass ich da jetzt einfach so eingreife. Ich glaube, wir haben jetzt Gelegenheit, noch Fragen. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde. Also, wenn es jetzt noch von Christoph und den auf dem Podium den Wunsch gibt, auch etwas nachzulegen, dann ist das jetzt möglich. Sonst würde ich sagen, gibt es den? Nein. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt die Möglichkeit, aus dem Publikum Fragen zu stellen oder pointierte Stellungnahmen zu produzieren. Ich will da jetzt nicht die Form vorschreiben, weil dann führt das nur zu dem Versuchen, die Form zu bedienen, ohne dass man das wirklich will. Ja, bitte. Während ich jetzt dorthin gehe und das Mikrofon übergebe, muss ich doch eine Bemerkung zu dir machen. Nachher mache ich noch ein paar andere. Aber eine Sache kann ich nicht stehen lassen, weil selbstverständlich Eugen Varga nicht einfach repressionsfrei die Stalin-Zeit überlebte, sondern ganz schön gelitten hat und vieles, ja, okay. Er ist nicht umgebracht worden, aber das ist schrecklich, wenn Leute schon irgendwie anrüchig betrachtet werden, nur weil sie nicht umgebracht wurden. Ehrenburg ging es auch so. Hello, my name is Pritam Singh. I teach economics at Oxford Brookes University in England. Mine is a comment rather than a question, and it is taken from the last speaker's intervention. And on the idea of Rosa Luxemburg about socialism or barbarism and linking up with Marx and then bringing the ecological dimension at the end. I think that I agree with the last speaker that there is one crucial distinction between Marx and Rosa Luxemburg,
as I can put it. There is optimism in Marx. Optimism not only in the sense in which Comrade was saying that the working class will get civilized and will take over. Optimism also about the breakdown, eventual breakdown of capitalism and socialism being coming into being. So in another sense that the crisis of capitalism is inevitable. It will be, capitalism cannot overcome this problem of the crisis. Therefore, you know, socialism is going to come. Communism is the future of humanity. Rosa Luxemburg, when she posed this question, socialism or barbarism, she also posed a different thing, that it's not necessary that humanity will move towards socialism. Humanity can destroy itself. And she was speaking in the context of inter-imperialist wars. Now, I think it is true that Marx did not sufficiently understand the elasticity, the flexibility, capability of capitalism to innovate itself. It's not that some capitalist sits and plans it. It is the inner working of capitalism which allows this flexibility and adaptability to carry on. And that's one reason it has been successful. And Rosa Luxemburg, you know, did look at it and showed a pessimistic view, one pessimistic aspect of this. That's possible, socialism can overcome, but it's also possible that we might into barbarism. Now, I think this adaptability is true, but given the ecological limits now we are reaching, okay, that adaptability has again very limits. That actually we are reaching a new stage of either socialism or barbarism. This barbarism is not because of inter-imperialist wars. This barbarism is because of global warming. That without having wars, which Rosa Luxemburg thought will lead to barbarism, we can have barbarism because of the ecological limits which capitalism cannot overcome. Well, I think we can continue, huh? There's a colleague. Hinter der Säule ist niemand. Doch. Er hatte die Hand gehoben. Ja, das war eben ein anderes Zeichen. Danke. Ja, I'd like to pick up from Pritam because there is one of the other aspects of the optimism of our will that we have to transmit in this, and that's an anti-capitalism on the streets in the social movements that's getting more cognizant of the threat. So Christoph talks about the next generation threats of the relative surplus value process, and that's the fourth industrial revolution with its artificial intelligence and robotics and all manner of potential, you know, nanotechnology that could spin out of control. A South African, actually, Elon Musk, has worried that now we must find a new space there in Mars so we can avoid the artificial intelligence meltdowns. Now, there's one movement that we've had that I think we should all be aware of and celebrate, and it was a movement that began in 1999 to take the underlying process within the fourth industrial revolution and socialize it, and that's intellectual property. And that movement is called the Treatment Action Campaign, because about 5 million South Africans are HIV positive, and the medicines to help them, including German-made medicines, cost about 10,000 euros per year per person. It's unaffordable for 99.9%, and those it was affordable for were white. So the racial justice, the gender justice, many more than 50% were women. And the economic justice compelled a Polanyian double movement against this intellectual property in South Africa and across many countries with 40 million HIV positive people. None of us thought they could win because there were about 1,000 grassroots activists and they were HIV positive and therefore stigmatized. And when they were sick, their immune systems were compromised. But they fought against the US government, against the World Trade Organization, the trade-related intellectual property system, against their own government that refused any movement towards providing those medicines under President Thabo Mbeki. And they mainly fought intellectual property. I mean, they were fighting Bill Gates, who was trying to find patented medicines. This was a formidable battle. And does anybody remember that, right? From 1999 to 2004. Well, you look at the power relationship and you figure, well,
those 1,000 comrades fighting hard and the 4 million, 5 million, they'll lose. But actually they won, and they did it very strategically in the World Health Organization. It's the only recent global governance victory of the commons, I think, that's really substantial. So they commoned these medicines and made them generic. There were some Indian companies, Cipla, the Brazilian government was having a similar program. This was the kind of BRICS we would like to see, Brazil, you know, in the old days, trying to break through an Indian violation of intellectual property. But my point is that today the life expectancy is 64. When this really was at the worst point in 2004, the life expectancy was 52. That 12-year gain by these activists who got free medicines, now 4 million people get these medicines, and they do it generically, made locally, not globally. And they did it because comrades in Germany, Medicines Sans Frontières, and ACT UP in the United States were fighting. It was a globalization of people, and it was a movement for a decommodification and a commoning, and the destruction of intellectual property. So we shouldn't be so pessimistic when we have examples of that sort, dear comrades. Thank you. Hi, hello, I have a comment and a question. My name is Bernd Berliner, I teach geography at Frankfurt University, and I want to ask the panelists to comment on something that Coelho said, saying that, well, we should read Marx, and I absolutely agree, we should read Marx. And an issue that we're all aware of, but we very seldomly, I think, actually get into is a question of translation of what Marx has written. So it was written in German, obviously, and most of the big Marxist scholars of the past decades have written the English translation, the French translation, the Russian translation, you name it. And David Harvey, whose work I admire, keeps saying that he wants to go back to Marx and read him in his own terms, which he doesn't. He reads him in English, which is not a big issue maybe, but it can be an issue in many instances, I think. Just two brief examples. One of my favorite formulations from Capital, Volume 1, Objektive Gedankenformen, objective forms of thought, is not even translated into the English. Other formulations are used, so that gets lost. This great term that nails down Marx's thinking on the relationship between social and the social and the mental. Or the other big example that, of course, everybody in the room is aware of is primitive accumulation, with this strange feel of colonialism in it, as if Marx was saying that primitive accumulation was primitive, which is, of course, ursprüngliche and even worse, sogenannte ursprüngliche. Thank you very much. I was just about to say that. Sogenannte ursprüngliche Akkumulation. So one of the things that keeps bugging me in a way is that I think we are lacking a discussion on how different Marxisms are also not maybe determined, but also influenced by the way in which Marx was translated into particular languages. Well, I think also in Marxism, the hegemony of Anglo-American powers is to be felt. But this is beginning to change. I just have been in China. There they are trying to discuss what the terms in German are, what the terms in English are, and how they could render them adequately in Chinese. That's a new debate, but it's a debate that will emerge in other countries too. So this screen, which has been created by a certain Anglo-Saxon Marxism, is going to wither away. I'm quite confident about that. Next speaker, please. Go ahead. Reinhard Köstler, I've been active in development sociology, Southern Africa, but also writing a little bit about Marx, which I will address very briefly. I would reinforce and maybe expand a little bit on what Christoph Lieber said about Marx as a progressive future optimist. I think one important aspect where we should be very careful looking at his texts is on productive forces of production. I think even in Capital, in on cooperation on the factory and so forth, big machinery, this is very, very clear that somewhere around the corner, the issue
of dominance of the definition of those productive forces by capital is, I must would almost say, lurking. But it is not made very explicit, because on the other hand, those productive forces are thought to produce the conditions on which socialism will be built, on the development of productive forces by capitalism. And I think it is necessary for us today to be very careful about these inbuilt relations of domination, notwithstanding anything what Patrick said about the something like the treatment action campaign and my ways of really using those contradictions, but contradictions they are. And I think the Bolshevik experiments is a very good and daunting example of what has happened when those contradictions had been ignored. Okay, Kouai. I want to add something about the translation. And I think it's not just certain concepts cannot be well translated into English or in other languages, you know, such as primitive accumulation or objective and Gedankenformen. But also there are different editions of Capital that are not available in English. So there's a first edition of Capital and the second edition of Capital, which Marx significantly modified. And then there's also French edition of Capital. And these are three editions that Marx himself made and published during his lifetime. But what we actually read in English or in other languages is fourth edition of Capital that Engels edited after Marx's death. So I think, Editor der Marx Engels Gesamtausgabe würde ich gerne betonen die Bedeutung der Mega, womit man eigentlich diese einzige Auflage auf Original, auf Deutsch oder auf Französisch lesen kann. Danke. Yeah, that's a very important point. We have in fact to read Marx in his own words, in the different languages he wrote. For instance, The Misery of Philosophy is written by Marx in French. The German translation in MEW is not very good. So there we have the same problem. Thomas Sablowski was next. Ja, es wurde ja mehrfach gesagt, dass Marx nicht alles erklären wollte, sondern einen spezifischen Gegenstand bearbeitet hat, eben die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt. Allerdings, ich stimme dem zu, nur was heißt das sozusagen? Das sagt ja im Grunde nur, dass die Aufgaben für uns umso größer sind, wenn man davon ausgeht, dass Marx ursprünglich alle Verhältnisse umstürzen wollte, in denen der Mensch ein verlassenes, geknechtetes Wesen und so weiter ist. Bedeutet es ja, wir müssen im Grunde genommen diese Theorie weiterentwickeln und die Anschlussstellen dann eben auch ausmachen zwischen der Theorie der kapitalistischen Produktionsweise und der Analyse von Geschlechterverhältnissen, von Rassismus, von konkreten Gesellschaftsformationen einzelnen Ländern zu verschiedenen Zeitabschnitten und so weiter. Ja. Marx selbst hat ja auch im Grunde genommen sein eigenes Forschungsprogramm verändert im Laufe seines Lebens und auch aus pragmatischen Gründen würde ich sagen, weil er gesehen hat, er schafft es gar nicht mehr, immer mehr verkleinert. Der Sechs-Bücher-Plan mit der Theorie des Staates, der Theorie des Weltmarkts und dann eben am Ende die drei Bände des Kapitals. Wenn wir uns das sozusagen klar machen, denke ich, dann müssen wir auch nochmal in Betracht ziehen, was Kohai gesagt hatte, Marx versus Marxismus. Auch da würde ich sagen, einerseits ja, es gibt natürlich viele Unterschiede oder Inkompatibilitäten zwischen manchen marxistischen Werken und den Werken von Marx selbst. Andererseits gibt es aber auch ja viele Fortschritte. Es gibt ja auch vieles sozusagen, wo Leute aufgebaut haben auf dem Marxischen Werk, was weiterführend ist. Beziehungsweise wir sollten einfach prüfen, wir sollten natürlich Marx lesen, aber wir sollten auch den Marxismus lesen und sozusagen neu kritisch diskutieren, was wir davon im Grunde weiterentwickeln können, worauf wir aufbauen können und was wir sozusagen verwerfen müssen. Als nächster gleich Michael Heinrich, denke ich.
I want to add some points to this demand reading Marx, which of course I support very strongly. Kohai already mentioned the importance of this new big Marx-Engels Gesamtausgabe, Mega, which brings a lot of additional texts. And what we can do with these additional texts, in which we can really discover new things, he himself demonstrated. He was a little bit modest not to praise himself, so I will do this. Kohai wrote really a path-breaking book using the excerpts of Marx, written mainly in the 1870s, and showing that their ecological questions have a much more fundamental meaning, much bigger importance than we expected after the discussions we had, and that for the new design of capital, which Marx planned, we know this from his letters, these excerpts and these questions would have played a crucial role. So, reading Marx means not only to repeat again and again what we read 1,000 times. No, it means also to discover new texts which unfortunately are not translated. This is also a process for the future to translate these texts. Second point, the political aspects, as well Christoph, as well Frieder mentioned this, the late Marx had some political analysis we have to include. But there is another source for political analysis done by Marx. It is these hundreds, really hundreds, of newspaper articles in which Marx analyzed very concrete conflicts, concrete problems, but always with some general considerations or considerations which can be generalized. So there is a lot of content in the mainly neglected small texts. And the third and last point to this, usually we treat Marx as a theoretician who solves or discusses very abstract theoretical points. But most of his texts, nearly all his texts, as well the small texts, as well Capital, were interventions to very concrete conflicts, to very concrete political clashes. Nowadays, often only the historians know exactly which conflicts, which clashes this has been. But for a new reading of Marx, I think we have to reconstruct the environment of the text, the political environment of the text. And by this, we can have a political discussion of Marx, which is not so superficial like it was very often in the past. We read the thesis and say, oh yes, this is a political statement. No, first we have to reconstruct what are the political conditions to which this text was an intervention, and then Marx suddenly becomes not only important as a theoretical guy, but also as a militant political activist. Well, thank you very much, Michael. Ich denke, wir sollten jetzt allmählich zum Schluss kommen. Wir haben noch 6 Minuten. Ich würde gerne noch hier versuchen, die Sache etwas zu verwirren. Denn einerseits ist es völlig richtig, Marxes Tätigkeit auch als Mitglied des Generalrats der Internationale, die ja ein schwieriges Feld war, von vielen Konflikten, nicht nur mit den Anarchisten, durchzogen, bedarf der Aufarbeitung. Und zwar einer Aufarbeitung, die nicht nur historisch-philologisch ist, sondern die tatsächlich, und das ist das, was weitgehend fehlt. Historisch-philologisch wissen wir einigermaßen Bescheid, jedenfalls seit die Mega dann auch draußen ist. Aber wir sollten uns fragen, was hat Marx hier systematisch gemacht? Welche Ziele hat er verfolgt? Wie hat er die Ziele begründet?
was kann man daraus für unsere Situation lernen? Es geht jetzt nicht darum, Marx uns gewissermaßen zum perfekten Modell, das war er nicht, zu stilisieren, aber zu jemandem, von dessen auch Fehlern man unbedingt viel lernen kann, das sollte man schon tun. Und in dem Sinne auch diesen Reichtum der Texte begreifen. Marx selber hat diese Devise der Selbstkritik auch theoretisch ernst genommen. Also er hat immer wieder neu Material erschlossen und darauf dann auch seine Begrifflichkeit aufgebaut und seine Begrifflichkeit auch immer wieder revidiert. Allerdings sollte man vielleicht dazu noch sagen, also es ist ja ein bisschen auf dem Marxismus rumgebasht worden, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es sicherlich auch marxistische Ideologen, von denen man heute nicht mehr viel lernen kann. Aber es gibt ganz viele in dieser Tradition, Varga ist erwähnt worden, Luxemburg ist mehrfach erwähnt worden, aber das sind ja nicht die einzigen. Es gibt wirklich viele, die wirklich Untersuchungen gemacht haben, die wirklich versucht haben, auch Lenin mit seinen frühen Untersuchungen jedenfalls, die wirklich versucht haben, das, was sie von Marx gelernt haben, in produktive und kreative Untersuchungen von Sachen, die die noch nicht untersucht hat, umzusetzen. Und daraus ist auch zu lernen. Also hier gibt es doch ein ganz beträchtliches Maß an Aufarbeitung. Wir sollten nicht sagen, zurück zu Marx und dann machen wir Marx-Philologie und glauben, das löst die Probleme. Sondern wir haben natürlich das Problem, dass wir auch die Marxismen, die alle in einen Marxismus zu packen, fällt ja etwas schwer, die Marxismen daraufhin abklopfen müssen, was wir heute von ihnen lernen können. Und gerade wenn wir mit Marx einige evidente Fehlentwicklungen, wie etwa die Stadientheorie, kritisieren, dann können wir auch von Varga, der ja auch ein Vertreter der These des staatsmonopolistischen Kapitalismus war, doch eine ganze Menge lernen. Aber vielleicht sollten jetzt die Autoren noch ganz kurz Gelegenheit haben, etwas zu sagen. Wenn sie. Nö, danke, vielmals. Das ist sehr, sehr schön. Yeah, it's kind of expensive, but you can order to the libraries and please read it. I would say yes, do read this book, I would endorse that, but also do read widely and do engage. Ja, ich glaube, mit diesen Worten können wir dann schließen. Marx hat einerseits gesagt, an allem zu zweifeln, aber es heißt eben auch, prüfet alles. Und das heißt eben, auch das hat Marx gerne zitiert, von Paulus stammt das, glaube ich, also aus der christlichen Tradition. Auch das muss man ernst nehmen. Und dazu muss man tatsächlich auch Marx studieren, den wir heute, dank der Mega, auch tatsächlich umfänglich studieren können. Damit sind wir in einer neuen Lage und müssen uns nicht damit begnügen, was andere Leute uns sozusagen schon fertig vorgekaut haben, sondern jeder und jede kann sich daran beteiligen, diese Aufarbeitung ernsthaft aufzugreifen. Und ich hoffe, wir haben mit diesem Buch hier, ja, nicht einen Startschuss gegeben, aber doch vielleicht einen Punkt der Konzentration gesetzt, wo es dann auch energischer und besser orientiert weitergehen kann. Ja, ich wollte ganz kurz auch als Autorin noch etwas anmerken. Und zwar zunächst mal etwas spaßhaft ironisch. Es gab ja einen Grund, dass Marx nicht als Marxist bezeichnet werden wollte. Und ich möchte vor allen Dingen auch insistieren, bei Marx sich genau anzugucken, wie er mit Widersprüchen umgeht und welche Widersprüche sich bei ihm selber finden und warum. Also eine letzte Anmerkung, die ja hier immer so, sag ich mal, herausprovoziert wird, weil immer so ein Optimismus bei Marx ausgemacht wird. Wenn man sich den alten Marx ansieht und wenn man sich genau ansieht, was er dann in seinem Alter geschrieben hat, so ist dieser Optimismus sehr in Frage gestellt.
Und auch bei dem Akkumulationsgesetz, wo es ja immer so heißt, das Kapital, das akkumuliert und dann kommt die Konzentration und Zentralisation und die Arbeiterklasse, die ergreift dann die Macht und so weiter und so fort. Da möge man das mal genau lesen, denn es gibt bei Marx noch eine andere Tendenz, auf die er hinweist, nämlich auf die Einpassung der Arbeiterklasse eben in diesen Prozess der kapitalistischen Akkumulation. Damit möchte ich aber nur noch eine Einladung aussprechen, weil ich ja nicht umsonst in meinem Input so auf die strategische Bedeutung dieser Konferenz und die Nutzung von Marx für strategische Arbeit insistiert habe. Wir machen am Sonntag noch einen Workshop, wo es genau um diese Frage geht. Der wird dann allerdings leider in Deutsch sein. Ja, damit danke ich allen Teilnehmern vom Podium und von den Autoren und den Beiträgen aus dem Saal und hoffe, dass wir hier einen kleinen Knotenpunkt gesetzt haben, von dem aus es dann besser und energischer weitergeht. Vielen Dank.